Ja, herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute geht es um meine zwei neuen Mehrfamilienhäuser. Ich hatte schon angekündigt, dass ich 14 neue Wohnungen dazu bekomme. Das heißt, ein Mehrfamilienhaus mit 6 Wohnungen und ein Mehrfamilienhaus mit 8 Wohnungen. Zusätzlich nehme ich dich schon mal bei einem Haus mit durch. Das heißt, die Notarverträge sind unterschrieben. Für ein Haus habe ich schon Schlüssel, für das andere muss ich noch drauf warten. Wenn dich das interessiert, schau gerne in dieses Video. Ja, wie im Intro gerade angekündigt, habe ich meine beiden neuen Häuser beurkundet. Das heißt also das eine Sechsfamilienhaus im Stadtteil Schöllerberg und das eine Achtfamilienhaus im Stadtteil Innenstadt Gartlage. Es ist so, dass ich beide Häuser bei unterschiedlichen Notaren kaufen musste, weil die Eigentümer bzw. die Verkäufer ja gerne zu ihrem eigenen Notar wollten. Und in der heutigen Situation habe ich gesagt, wenn ich dann zum Zug komme, dann ist mir das egal. Die Notare machen fast ja, eine gleiche Arbeit, müssen neutral sein und dementsprechend war es für mich nur die Anreise zu den unterschiedlichen Notaren. Einmal musste ich nach Vechta, das andere Mal bin ich hier in Osnabrück geblieben und ich habe auch gleichzeitig eine vermögensverwaltende GmbH gegründet. Dazu erzähle ich dann aber in einem anderen Video mehr. Heute geht es um die beiden neuen Häuser. Fangen wir an mit Mehrfamilienhaus Nummer 6. Da kann ich euch hier gleich mal ein Foto von zeigen und das Mehrfamilienhaus Nummer 6 ist 394 Quadratmeter groß, zum Quadratmeterpreis von ca. 1900 Euro gekauft, was ich für die Lage absolut in Ordnung finde. Das heißt, da werden auch schon Häuser für 2500 den Quadratmeter verkauft. Ich würde es vielleicht mit 10% bis 15% unter dem aktuellen Marktwert sehen. Das heißt, aus meiner Sicht gut eingekauft. Ein weiterer Vorteil für mich ist, dass aktuell 3 Wohnungen leer sind. Das heißt, der hat der Verkäufer schon leer gelassen. Nicht, dass da jetzt Leerstand herrschen würde, sondern die Nachfrage ist da natürlich groß. Und für dieses Haus habe ich aber noch keinen Schlüssel bekommen, sondern den bekomme ich dann erst zum Übergabezeitpunkt vom 1. April. Und dann kann ich natürlich die Wohnung neu vermieten. Aktuell sind die vorhandenen Mieten ungefähr bei 7 Euro Kaltmiete pro Quadratmeter. Das heißt, aktuell komme ich dann nur auf eine Rendite von ungefähr 4%, wenn ich die 7 Euro ansetzen würde. Ich bin aber der Meinung, wenn man dort zumindest eine Küche einbaut und die Wohnung ein wenig auf Vordermann bringt, dass man auch an der Stelle 9 bis 9,50 € den Quadratmeter je Wohnung Kaltmiete nehmen kann. Kommt natürlich so ein bisschen auf die Wohnungsgröße drauf an und auf die Ausstattung der Wohnung. Dementsprechend komme ich da langfristig auf, denke ich mal, gute 6% Bruttomietrendite zum Kaufpreis hin, je nachdem, wie sich das Haus natürlich entwickelt und wie die Bestandsmieter dann drin bleiben und je nachdem, wie man dort Stück für Stück dann die Mieterhöhung durchführen kann. Ja, zu dem Haus habe ich noch keinen Schlüssel, deswegen kann ich euch da leider nicht mit reinnehmen. Aber zum anderen Haus habe ich einen Schlüssel und dementsprechend gebe ich euch hier erst noch die Fakten dazu. Das Haus ist ein Achtfamilienhaus, das heißt 8 Einheiten insgesamt, 7 Wohneinheiten und eine kleine Gewerbeeinheit, ein Änderungsatelier. Das Haus befindet sich in der Innenstadt, Ecke Gartlage, das heißt nur 5 Minuten zu Fuß in die Altstadt. Das Haus hat aktuell circa 620 Quadratmeter Wohnfläche inklusive der kleinen Gewerbefläche. Ich glaube, das sind nur 28, 32 Quadratmeter, nagelt mich da nicht fest. Und das Haus ist gekauft für einen Quadratmeterpreis von circa 1930. Hier muss ich allerdings dazu sagen, dass da ein großer Dachgeschossausbau noch in Planung ist. Das heißt also, ich habe ja gesagt, ich möchte doch nochmal einen Dachgeschossausbau ausprobieren und aus den Fehlern vom letzten Mal lernen. Das heißt, dort wird noch eine weitere Wohnung entstehen, was dann Wohnung oder Nummer 43 werden wird. Dafür werden wir uns aber ein ganzes Jahr Zeit lassen, Stück für Stück die Handwerker selber managen und dementsprechend hoffen wir, dass wir dort mit 100.000 hinkommen. Das ist natürlich die Frage, je nachdem, was wir da für Auflagen bekommen. Ich bin gestern schon mit dem Architekten am Haus gewesen. Der Architekt hat sich das schon angeschaut, sagt, ist auf jeden Fall super dafür geeignet. Und dann werden wir jetzt einen Bauantrag dafür stellen und dann werden wir sehen, wie wir das Ganze hinbekommen und ob wir wirklich aus den Fehlern lernen können. Und das heißt, also in diesem ganzen Quadratmeterpreis mit drin habe ich quasi ein wenig das runtergerechnet, was dann daraus entsteht, wenn man für etwas weniger den Quadratmeter als 1930 den Dachgeschossausbau machen kann. Und jetzt nehme ich euch mal mit rein in das Haus. Das heißt, das Haus hat aktuell eine Wohnung leer stehen, die hat auch der Vermieter leer gelassen.
Die Mieten hier liegen ungefähr bei 7,50 € aktuell. Auch da muss ich natürlich sehen, die Neuvermietung habe ich jetzt mal mit 9,50 € den Quadratmeter angesetzt. Die Nachfrage ist schon da. Morgen werden dann noch Besichtigungen durchgeführt. Und so denke ich, dass ich das auf jeden Fall für den Preis langfristig vermietet bekomme, sodass ich auch dort auf irgendwo eine Rendite von 6% langfristig in circa 3 Jahren anpeile, dorthin zu kommen. Dementsprechend, das Haus ist etwas älter, das hatte ich gerade noch vergessen. Das andere Haus ist aus den 60ern, ich glaube 1959, 1960. Und dieses Haus ist aus 1901, wenn ich das korrekt in Erinnerung habe. Und ist dementsprechend etwas älter, aber aus meiner Sicht noch absolut in Ordnung. Die Substanz ist gut. Natürlich gibt es da auch Kleinigkeiten zu machen. Beide Häuser haben, nicht beide Häuser, dieses Haus hat keine Zentralheizung, sondern eine Heiztherme in den einzelnen Wohnungen. Ich nehme euch jetzt mit rein und dann seht ihr sowohl die leerstehende Wohnung, die dann zur Neuvermietung kommt, als auch den möglichen Dachgeschossausbau. Viel Spaß beim Rundgang. So, das ist Mehrfamilienhaus Nummer 5. Wir sind hier in Osnabrück und ich nehme euch mal einmal komplett mit rein hier. Wir laufen komplett bis nach oben, weil wir dort eine leerstehende Dachgeschosswohnung haben und dann kann ich euch die mal zeigen. Hier gibt es noch einen kleinen Schuppen. Für Fahrräder genutzt werden, ist aber nicht mehr im besten Zustand. So, hier kommen wir zur Dachgeschosswohnung. Fangen wir mit der Küche an. Anschluss für Waschmaschine. Heiztherme. Hohe Wände. Selbst im Dachgeschoss. Ein halbwegs grüner Ausblick. Und das Badezimmer mit Zugang. Fenster. Badewanne. Mit Duscheis, was man braucht. Hier haben wir dann das Wohnzimmer. Da sieht man schon die Osnabrücker Altstadt. Auch für ein Dachgeschoss hohe Wände. Und man sieht, hier gibt es ja gar keine Schrägen. Und hier gibt es dann ein wenig Schräge. Das wäre dann das Schlafzimmer. Ja, das ist die leerstehende Dachgeschosswohnung. Nebenbei gibt es noch 6 weitere Wohnungen und ein Atelier. Und jetzt zeige ich euch auch noch das Dachgeschoss, was noch ausgebaut werden kann. Das heißt also, hier gibt es schon ein paar Zimmer, die aber nicht bewohnt sind und die jetzt auch nicht fertig sind. Hier gibt es einen Wasseranschluss. Dann gab es anscheinend einen Raum. Ein Holzverteflung an der Wand ist. Ich weiß nicht, was man hier gemacht hat. Einen weiteren Raum. Und dann einen großen Bereich. Hier ist etwas dunkel. Aber hier soll eine schöne Wohnung entstehen. Ich fände es zu schade, diesen Bereich ungenutzt zu lassen. Hier sieht man jetzt nur das Nachbarhaus und auch die Straße. Und ja, da müsste man halt sehen, wie man dann entsprechend hier noch einige Dachfenster reinmacht, damit man natürlich ein bisschen Helligkeit hier reinbekommt, weil hier ist es natürlich aktuell dunkel. Hier sieht man nur wenig. Und hier ist der Raum von innen. Ja, das war's zum neuen Haus. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und alles Gute. Bis bald.
Ja, das war's auch schon. Das ist mein Mehrfamilienhaus Nummer 7. Wenn dir das Ganze gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du ein Like da lässt, und wenn du auch in Zukunft über neue Videos informiert werden möchtest, würde ich mich zusätzlich freuen, wenn du den Kanal hier abonnierst und die Glocke aktivierst, dann wirst du auch bei neuen Videos immer als Erster informiert. Bis dahin, ich wünsche dir einen schönen Tag. Alles Liebe, Dennis von Immo Incubator.